los. Was das hier früher wohl mal war?
einen Schritt weiter. Erkläre dich. Was machst du? Moment mal. Sag mir, Fremder, wie heißt du? Mein Name ist Jax. Dann habe ich mich doch nicht getäuscht. Erstaunlich. Ich habe Gerüchte gehört, du wärst tot. Stimmt es, dass du damals den Hybriden mit bloßen Händen besiegt hast? Wo hast du denn diesen Schwachsinn her? Also nicht. Man erzählt sich so einiges über dich. Das wirst du schon noch feststellen, wenn du etwas länger hier bist. Ich bin übrigens Radik. Ich bin sicher, Azog will wissen, dass du hier bist. Was erzählt man sich noch so über mich? Nicht nur Gutes, so viel steht fest. Aber dafür ist später noch Zeit. Du solltest erstmal ein paar Sachen über uns wissen. Es hat sich einiges geändert, seit das Depot gegründet wurde. Komm mit. Ich führe dich herum. Mir schmeckt das nicht. Was, wenn er uns in eine Falle lockt? Ich verstehe dein Misstrauen, Menschenfrau. Dennoch garantiere ich, dass niemandem etwas geschehen wird. Die Entscheidung liegt bei euch. Eine Führung kann nicht schaden. Dann mal los. Folge mir. Hast du vor, hier zu bleiben? Wir werden sehen. Warum? Die Sache ist die, du bist nicht unbedingt beliebt hier. Es gibt viele unter uns, die dich tot sehen wollen, für das, was du mit dem Hybriden gemacht hast. Apropos tot sehen. Wir haben Glück. Für heute ist eine Exekution anberaumt. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das Urteil wurde gesprochen. Ein Effizienzmangel wurde zweifelsfrei nachgewiesen. Und der Angeklagte hat das Urteil angenommen. Exekutiert den Schuldigen. Gute Arbeit. Ihr kennt das Prozedere. Bezieht eure Posten, sobald ihr alles erledigt habt. Ich habe mich schon gefragt, wie lange sie ihm sein Verhalten noch durchgehen lassen. Als nächstes gehen wir zu unserer Forschungseinrichtung. Wie? Das war's jetzt? Er wurde einfach so getötet? Seine Ineffizienz hat sein Schicksal besiegelt. Was waren seine Verbrechen? Wer gegen die Direktive verstößt, wird hingerichtet. So einfach ist das. Es scheint dich zu schockieren. Du müsstest die Direktive und ihre Folgen doch noch kennen. Das heißt nicht, dass ich sie gut finde. Ist das Mitleid in deiner Stimme? Interessant. Ich habe gehört, dass du deinen Emotionen angeblich freien Lauf lässt. Lass uns beim Laufen weiter darüber reden. Glaub nicht, dass wir keine Emotionen hätten. Wir mussten einsehen, dass totale Emotionslosigkeit nicht die Lösung für unsere evolutionäre Entwicklung sein kann. Sie hat uns blind gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand wie du uns beinahe zu Fall bringen konnte. Deswegen bekommt jeder nur noch so viel Elex, wie er braucht, um seine Arbeit möglichst effektiv erledigen zu können. Nicht schlecht. Wir stehen jetzt vor dem Rechen- und Forschungszentrum. Hier wird unter anderem der optimale Elex-Konsum berechnet. Was ist denn die optimale Menge? Das hängt von deiner Aufgabe ab. Ein Taktiker, der keine Angst um seine Truppen hat, ist unter Umständen kein guter Taktiker. Auf der anderen Seite ist eine Wache, die Angst zu töten hat, keine gute Wache. Der Mittelweg scheint eine gute Wahl zu sein. Ihr versucht also, Emotionen nur dort zu unterdrücken, wo sie hinderlich sind? Richtig. Das sind unsere neuen Regeln des Elex-Konsums. Und eben für diese Berechnungen ist diese Forschungseinrichtung gut. Wenn du keine Fragen mehr hast, habe ich dir jetzt noch etwas anderes zu zeigen. Ein Experiment, das wir aktuell durchführen. Folge mir. Du hast von einem Experiment geredet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir versuchen, Kinder zu züchten, die... Moment mal, was tut ihr? Wir erschaffen eine neue Generation rational denkender Taktiker. Lass uns mal ein bisschen in den Unterricht reinhören.
Vielleicht können wir noch was lernen. Die Lektion vom letzten Mal dürfte euch noch im Gedächtnis sein. Wir werden heute das Gleiche erneut versuchen. Hinsetzen. Gut. Und jetzt denkt daran, was wir gestern gelernt haben. Konzentriert euch. Frau Lehrerin, ich... Wie oft noch, Makar? Keine Zwischenfragen. Fühlt, wie die Emotionen euren Körper durchfluten. Denkt an die Strafe von letzter Woche. Spürt die Wut, die sie erzeugt hat. Wenn sie euch zu übermannen droht, versucht die Rechenaufgabe zu lösen, die wir gestern besprochen haben. Konntet ihr die Wut erzeugen? Und wenn ja, will ich die Lösung der Aufgabe von euch wissen. Wenn nicht, werden wir die Strafe von letzter Woche wiederholen. Ineffizienz wird nicht toleriert. Übt das zu Hause. Nächstes Mal will ich einen dreiseitigen Bericht über eure emotionale Stabilität lesen. Besonders von dir, Makar. Bei dir machen wir uns ein wenig Sorgen. Also streng dich mehr an. Sehr wohl, Frau Lehrerin. Gut, ihr dürft jetzt gehen. Wie du siehst, geht es den Kindern hier sehr gut. Die Elex-Experimente scheinen gut zu verlaufen. Ihr gebt den Kindern Elex? Nein, im Gegenteil. Wir experimentieren damit, den Kindern kein Elex zu geben. Wir lehren sie, logisch und präzise zu denken, ohne den Einsatz von Elex. Wir Alps haben nie gelernt, mit Emotionen umzugehen. Ohne das Elex sind viele von uns ihren eigenen Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Dies versuchen wir bei den Kindern zu verhindern. Den Kindern wird der Umgang mit Emotionen beigebracht, ohne dabei ihr effizientes Denken zu vernachlässigen. Ohne Elex sind sie doch nichts anderes als normale Menschen, oder nicht? Nein. Sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden sie, wie alle anderen, ihre täglichen Elex-Rationen bekommen. Unseren Berechnungen zufolge sollten emotional gefestigte Alps mit dem Zugang zu Elex die nächste Evolutionsstufe erreichen können. Wie kommt ihr auf die Idee, dass das funktionieren könnte? Weil es in der Vergangenheit bereits funktioniert hat. Bei dir. Du warst ein Alp und hast es geschafft, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir vermuten, dass es dir nur deswegen möglich war, dem Hybriden die Stirn zu bieten. Dieses Phänomen erforschen wir und versuchen es nachzustellen, um es zu perfektionieren. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du dich mit unseren Wissenschaftlern unterhalten. Lass uns weitergehen. Wir kommen gleich in den Sektor der Kollektoren. Sie sind dafür verantwortlich, Elex zu finden und in die Silos zu bringen. Keine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Die Kollektoren, die hier wohnen, brauchen nicht sehr effizient zu sein in ihrem Handeln. Was bedeutet, sie bekommen auch nur geringe Dosen Elex zugeteilt. Und das macht sie anfälliger für unkontrollierte Emotionsausbrüche. Wenn es nach mir geht, würden wir sie nicht im Depot wohnen lassen, sondern irgendwohin auslagern. Lass uns direkt weitergehen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Folge mir. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier hinten wesentlich ungeordneter zugeht als anderswo im Depot. Wir haben durchaus unsere Probleme mit den Kollektoren und ihrer Lebensweise. Wenn du nicht aufpasst, kann es sogar passieren, dass du bestohlen wirst. Sowas hätte es zur Zeit des Hybriden nicht gegeben. Glücklicherweise sind wir jetzt wieder raus aus dem Sektor der Kollektoren. Wir kommen jetzt in den der Soldaten. Hier geht es wesentlich geregelter zu. Da sie unter Umständen schwierige Entscheidungen treffen müssen, bekommen sie dementsprechend größere Rationen Elex. Hier wirst du dich auch mit ordentlichen Waffen eindecken können. Ihr erlaubt den Handel im Depot? Inzwischen ja.
Durch den Handel ist es uns möglich, eine Art Belohnungssystem für effektives Handeln zu erschaffen. Wir bezahlen unsere Arbeiter mit Elixit. Und mit diesem Elixit können sie sich Dinge kaufen, um wiederum effektiver zu arbeiten. Dies scheint sie zu motivieren. Aber du kannst dir später alles anschauen. Jetzt bringe ich dich erstmal zu Azog. Komm. Dort oben ist der Bezirk der Agenten. Sie sind unser Mittel, die Kollektoren und alle anderen zu überwachen. Sicherzustellen, dass jeder seine Ration Elex einnimmt, dass keiner zu viel oder zu wenig nimmt. Sie achten darauf, dass keiner hier aus der Reihe fällt. Ich hoffe, du konntest dir ein gutes Bild vom Depot machen und deine Rückkehr in unsere Reihen wird dir nicht allzu schwer fallen. Das wird sie nicht. Hätte ich bei jemandem wie dir auch nicht erwartet. Es freut mich, dich schon bald wieder als Kamerad begrüßen zu dürfen. Ich werde nun wieder zurück ans Tor gehen. Möge Effizienz dein Handeln leiten. Gut. Irgendwie surreal, hier einfach so herumzulaufen. Ohne gezogene Waffe, meine ich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir jeden Moment jemand in den Rücken schießen könnte. Was soll dieses Verhalten? Unterlass das gefälligst! Ein weiterer Teilnehmer im großen Spiel der Mächte von Magalan. Wie ich sehe, hat dich dein Weg wieder in eisige Gefilde zurückgeführt. Und das nach so langer Zeit. Kaer Ekrom, wenn ich mich nicht täusche. Du kennst noch meinen Namen. Das ist sehr interessant, wo wir doch so selten das Vergnügen hatten. Wenn ich mich recht erinnere, warst du damals Kundschafter im Dienste des Eispalastes und viel unterwegs. Eine alte Tätigkeit, die ich nie ganz abgelegt habe, auch wenn sich meine Aufgabenfelder um einige Dinge erweitert haben. Bescheiden? Es heißt, du seist der erste Lexitor, also der oberste geistige Anführer der Alps. Für dich nur, Ekrom. Jax, Bestie von Xakor. Das ist sehr lange her. Dieser Titel wird mir nicht mehr gerecht. Und doch wanderst du wieder auf den Pfaden deines alten Volkes. Und das sicher nicht ohne Grund. Ich nehme an, du bist hier wegen der Fremden, die unseren Planeten heimsuchen. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ich erledigen muss. Nun, das ist hochinteressant. Was kann ich tun, um dich bei deinen Aufgaben zu unterstützen? Was gedenkst du gegen die Invasion der Fremden zu unternehmen? Augenscheinlich sind wir Alps momentan in der schlechtesten strategischen Position aller Völker von Magalan. Und wie es gerade aussieht, sind wir auch nicht so gut ausgerüstet wie sie. Was uns Alps zur ersten Zielscheibe für die Fremden macht.
Es gilt also, wachsam zu bleiben und alle Bewegungen der Fremden genau zu beobachten. Auch einer der Gründe, warum ich nicht häufig im Depot aufzufinden bin. Du könntest bei den Alps ein gutes Wort für mich einlegen. Nun, das könnte ich tun. Allerdings sind es deine eigenen Entscheidungen gewesen, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst. Wenn du unser Volk von dir und deiner Sache, wie auch immer diese aussehen mag, überzeugen kannst, dann hast du es dir verdient. Andernfalls... Schon klar. Ich kann dir nur den väterlichen Rat geben, konsequent zu sein. Der Wankelmütige ist niemals so effektiv und vorbildlich wie der standhafte Soldat mit einem klaren Ziel vor Augen. Du bist das Oberhaupt der Alps. Hast du keine Bedenken, ganz ohne Schutz außerhalb des Depots herumzulaufen? Ich bin Elexitor der Alps. Wenn ich es nicht einmal schaffe, gegen die Gefahren Ignadons zu bestehen, wie soll ich dann ein Volk führen können? Wachsamkeit? Das ist alles, womit du aufwarten kannst? Ich hätte dir einen ausgefeilteren Plan zugetraut. Keine Sorge, den habe ich auch. Nur werde ich ihn dir nicht mitteilen. Du hast dich für das Volk der Alps nicht nur einmal als problematisch herausgestellt. Mach dich verdient für unser Volk, auf welche Art du das auch bewerkstelligen magst. Wer weiß, vielleicht kommt der Tag, an dem ich meine Kenntnisse und Pläne mit dir teile. Bis dahin allerdings. Ach, und noch etwas. Die Fremden machen ihre Besitzansprüche mit aller Macht geltend. Wenn du also nicht sterben willst, dann meide bis auf Weiteres das Land Marakor. Dort sind sie besonders aktiv. Sehr gut. Du, wie kannst du es wagen, vor mich zu treten? Verräter sind hier nicht erwünscht. Verräter? Worauf willst du hinaus? Das weißt du ganz genau. Du hast den Hybriden gestürzt. Du hast die Konverter zerstört. Du hast unsere Leute getötet. Wenn ich könnte, würde ich dich auf der Stelle exekutieren lassen. Ich musste es tun. Mit dem Hybriden gab es keine Zukunft. Für niemanden. Und wer hat dich ermächtigt, darüber zu entscheiden? Hör zu, wenn du mich hinrichten lassen willst, dann tu es gleich. Nur sehe ich keinen Grund dafür. Ihr schlagt euch ganz gut, wie es aussieht. Du bringst uns ganz schön in Schwierigkeiten. Tu was. Dein Beurteilungsvermögen lässt wie dein Charakter zu wünschen übrig. Unser Elex-Vorrat ist kaum der Rede wert. Ein Großteil unserer Territorien ist verloren und der Kampf gegen die neuen Invasoren bindet wertvolle Ressourcen. Und was unternehmt ihr dagegen? Alles, was in unserer Macht steht. Nur, dass dir das klar ist. Ich wurde dazu bestimmt, Schaden von uns allen abzuwenden. Und du machst es mir nicht gerade leicht, deine Anwesenheit zu dulden. So sauer habe ich dich früher nie erlebt. Frag dich mal warum. Aber das ist nicht Gegenstand der Diskussion. Wenn du so ein Problem mit mir hast, warum diskutieren wir dann noch? Gib deinen Leuten den Befehl abzudrücken. Und Azog damit zuwiderhandeln? Sicher nicht. Je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass ein schneller Tod zu gut für dich ist. Was erwartest du jetzt? Dass ich verschwinde? Ich stelle dich vor die Wahl. Entweder du stiehlst dich davon, wie du es schon einmal getan hast, oder du trägst deine Schuld ab. Wählst du Ersteres, verschwende nicht mehr unser beider Zeit und geh. Wo wird meine Hilfe gebraucht?
Du wirst dich zum Krater begeben. Stelle fest, ob jemand namens Skibor tot oder lebendig ist. Und wozu das Ganze? Ich habe gesagt, du sollst uns helfen, nicht, dass du Fragen stellen sollst. Antworten und Vertrauen wirst du dir verdienen müssen. Also tu, was ich dir aufgetragen habe. Wenn er noch lebt, stelle sicher, dass das auch so bleibt. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Der Patriarch Victor scheint das eigentliche Oberhaupt der Morkons zu sein. Ich fürchte, auf ihn müssen wir aufpassen. Gut zu wissen, jedoch, wenn wir ehrlich sind, trifft das ja wohl auf fast alle Morkons zu. Die Alps haben einen unglaublich großen Vorrat an blauem Elex in ihrem Depot gelagert. Darauf begründen sie ihre Macht. Tja, damit wäre die offensichtliche Frage beantwortet, warum Ignadon auf einmal von einer Schneedecke überzogen ist. Die Outlaws haben sich im vermüllten Kratergebiet des Meteoriten niedergelassen. Noch sind sie wenige, jedoch wird es vermutlich nicht lange so bleiben. Ein cleverer Schachzug. Erst einmal im Hintergrund zu bleiben und neue Kraft zu schöpfen. Hilft uns im Moment nur leider wenig weiter. Ich habe mich den Berserkern angeschlossen. Deine Affinität zu diesen naturverbundenen Kriegern war ja immer schon sehr ausgeprägt. Du kannst deine native Herkunft eben nicht verleugnen. Elexitor Ekrom führt das Volk der Alps mit Sinn und Verstand. Das stabilisiert sie, im Moment jedenfalls noch. Ja, der Verstand war nie das große Problem der Alps. Sie haben etliche andere Probleme, mit denen sie sich ständig herumschlagen müssen. Der Duke von Ateris ist ein großes Schlitzohr. Er könnte uns gefährlich werden. Dann behalte ihn mal besser im Auge, wenn das so ist. Wir können uns kein Störfeuer aus dem Untergrund leisten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Die Kleriker kommen erst langsam wieder auf die Beine. Im Moment sind sie wohl keine große Hilfe. Ach, man darf auch nicht vergessen, dass sie aus ihrem Land vertrieben wurden. Das wird wohl noch dauern, bis diese Wunden verheilt sind. Judikator Reinhold hat alle Hände voll zu tun, die Kleriker wieder auf Vordermann zu bringen. Ah, ein bekannter Name. Nun, dann wissen wir zumindest, mit wem wir es zu tun haben, wenn es darauf ankommt. Mit der Wahl deiner Gilde ist auch die Entscheidung gefallen, welche Gilde wir als Partner für die sechste Macht bekommen werden. Damit werden wir uns genauer beschäftigen müssen, wenn die Zeit reif ist. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Tiag will, dass ich mindestens zwei verlässliche Waffengefährten rekrutiere. Die Skyans haben Spähtrupps entsandt. Ich soll sie ausschalten, bevor sie ihrer Führung Meldung machen können. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist.